Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, Freunde, genau, zu einer weiteren Episode von Let's Play Genshin Impact. Genau, Kaya hat recht, wir sind hier nicht festgefroren und ich habe sehr fleißig an meinem Team gearbeitet. Wie ihr sehen könnt, sind alle meine Charaktere Level 50. Ich glaube, das ist soweit nichts Besonderes. Naja, bis auf die, die ich erst einmal weniger oft nutze. Ich habe von euch außerdem erfahren, dass man zukünftig nicht nur ein Team, sondern auch zwei Teams benötigt. Und da bin ich auch schon am dran arbeiten. Mein erstes, mein Hauptteam, wird, solange ich keine besseren Charaktere bekomme, aus Razor, Kaya, Barbara und Amber bestehen. Das wisst ihr ja schon. Und mein zweites Team wird dann bestehen aus Fischl, wahrscheinlich unserem Hauptcharakter Karadrik, Noelle, Lingguang, Lisa und so. Und da werde ich ein bisschen dran arbeiten, wie das zweite Team aussieht. Das erste Team hat außerdem schon seine Waffen mittlerweile aufgetunt. Auf Stufe 40. Hier, ne, seht ihr? Alle Waffen auf Stufe 40. Und zumindest bei den erstmal wichtigsten Charakteren, die ich auch entsprechend benutze, nämlich meinem Hauptteam hier. Und dann erkläre ich euch nach und nach auch noch irgendwann mal so, warum ich mich für diese Waffen entschieden habe und was die sollen. Ein kleines bisschen kann ich ja schon mal andeuten hier. Er hier, habe ich ja schon mal gesagt, ne, wenn er eben eine Spezialfähigkeit benutzt, eine Elementarfähigkeit, dann macht er für 15 Sekunden alle 3 Sekunden bei einem normalen Angriff oder heftigen Angriff 105% extra Schaden von seiner Angriffskraft. Sehr gut. Das Ganze prockt also 5-mal, ne, während dieser Zeit. Also macht er 5-mal seine Angriffskraft hier, das da, als extra Schaden, sogar ein bisschen mehr als das. Wirklich cool. Kaya hat das hier, diese Waffe, Filetiermesser, und das bedeutet, dass wir mit einer 50%igen Wahrscheinlichkeit 240% extra Angriffsschaden verursachen, 15% Abklingzeit, weil wir Kaya nur ab und zu einsetzen, um mal Bonusschaden zu machen, ne? Und hauptsächlich Schaden machen wir mit ihm. Sie ist dazu in der Lage, wenn ich sie einwechsel und dann eben zu einem anderen Charakter wechsel, dann bekommt der andere Charakter diesen extra Schaden hier für 10 Sekunden. Sehr gut. Und sie hat hier altes Scharfschützen, habe ich ihr jetzt gegeben. Das ist mein stärkster Bogen, den ich habe. Ist auch schon Verfeinerungsgrad 5. Das bedeutet, sie, wenn wir Schwachstellen mit ihr treffen, macht das 48% extra Schaden. Zusätzlich mit dem kritischen Schaden noch erhöht, haut sie richtig rein, wenn wir Schwachstellen treffen. Und diese Elemente, die mein Team hat hier, Blitz synergiert wunderbar mit Elektrizität, mit Wasser und mit Feuer. Also haben wir ein sehr tolles Team für Erkundungen und auch für Dungeons, mit dem ich sehr zufrieden bin. Und sie habe ich nachgezogen, die gute Fischl, um notfalls Amber gegen Fischl auszutauschen, wenn wir mal ein bisschen mehr für Elektrizität machen wollen. So viel also zur Einleitung. Ich habe also das offscreen gemacht. Ich habe auch saumäßig viel gefarmt und entdeckt und so ein Kram. Also wir sind richtig gut dabei, was unsere Charaktere und so weiter angeht. Zwischen der letzten Episode und dieser Episode ist also sehr viel passiert für mich offscreen. Und jetzt gehen wir in diese Ruinen. Denn, wie ihr sehen könnt, habe ich hier Abenteurerstufe 25 immer noch, habe aber schon 7230 Erfahrungspunkte. Was ich also machen möchte, ist diese Ruinen hier betreten, damit wir die Beschränkung aufheben und über Abenteurerstufe 25 aufsteigen können. Damit werden die Belohnungen in der Welt besser, aber die Gegner werden auch stärker und das möchte ich gerne so, damit wir bessere Belohnungen bekommen, denn für die stärkeren Gegner bin ich aktuell gut gewappnet. Dann werden wir außerdem in dieser oder in der nächsten Episode, je nachdem wie lange das jetzt hier dauert, werden wir bei den Aufgaben, hier, ich zeig's nochmal ganz kurz, das hier erledigen. Das hier. Wir werden Shangling freischalten, ne? Hier, wir werden diesen Raum betreten bei den Herausforderungen hier, ne? Und mit Shangling werden wir dann hoffentlich ein schönes, starkes zweites Team aufbauen können. Mit Fischl als Fernkämpfer, Shangling als Nahkämpfer und so weiter und so fort. Jedenfalls machen wir jetzt das hier, lösche alle Monster in Ruinen aus. Also das sollte kein großes Problem darstellen. Wir brauchen alle Elemente, außerdem noch Wind. Wind wird ebenfalls empfohlen. Ich überspringe das mal. Ich hoffe mal, dass wir Wind nicht brauchen, um irgendwelche Gegenstände zu aktivieren oder so. Denn dann können wir auf unseren Hauptcharakter erst einmal verzichten. Sollten wir ihn unbedingt benötigen, naja, dann nehme ich ihn halt mit. Aber ich habe gemerkt, dass es immer nur ein Tipp ist, um eben bestimmte Herausforderungen leichter zu schaffen, aber nie wirklich nötig. Wisst ihr, was ich meine? So, wunderbar. Achtet mal darauf, wenn ich zum Beispiel... So, wenn ich auf Kaya wechsle und ich greife dann den Gegner an, dann kommt alle 15 Sekunden taucht eine zweite Zahl auf, mit einer 50%igen Wahrscheinlichkeit. So wie hier, habt ihr gesehen? 563 Schaden waren das eben. Und das kann alle 15 Sekunden auftauchen. Das heißt, alle 15 Sekunden machen wir richtig krassen Schaden mit dem guten Kaya. Aber das ist eben nicht allzu oft der Fall. Deswegen ist er aber noch sekundärer Damage-Dealer und nicht primärer Damage-Dealer. Und ich würde mal sagen, hier machen wir erstmal die kleinen Gegner hier platt. So. Dann wechseln wir nochmal ganz kurz hier. Sehr gut. Ich spiele zwischendurch Neverwinter.
Und Neverwinter ist ja ein MMORPG und da ist die Steuerung ein klein wenig anders als hier in diesem Spiel. Deswegen nicht wundern, wenn ich gerade mich doch mal ein bisschen an die Steuerung gewöhnen muss. Also immer wenn ich gerade so voll der Crack bin mit dem einen Spiel, dann ändere ich das Spiel, das ich spiele und muss mich wieder neu an alles gewöhnen. So, wir heizen mal ganz kurz hier drauf. Machen mal das da. Ich würde doch gerne den hier platt machen. Sehr gut. So. Pass mal auf, wir machen jetzt nochmal diese Fähigkeit hier, um uns zu heilen. Dann greifen wir mal den Gegner hier an. Und den hier machen wir auch noch platt. Gleich. Wir sollen da alle Gegner säubern hier, ne? Alle Gegner platt machen. Also passt das. So. Kann ich die einfrieren hier? Genau, den habe ich eingefroren. Den nächsten würde ich auch gerne einfrieren. Den hier. Nein, ich wollte den anderen treffen eigentlich. Und ihr seht, wir müssen bei diesen Riesenviechern schon gar nicht mehr unbedingt auf Amber wechseln. Das geht auch so sehr, sehr gut hier. Ich friere den mal ganz kurz ein. So, sehr gut. Und dann greife ich den hier an. Ja, komm schon. So. Wunderbar. Ach, wisst ihr was? Komm, jetzt reicht's mir. Wir machen mal Kleinholz hier aus den Gegnern. Moment. So, perfekt. Sehr gut, jetzt können wir den hier angreifen. Wunderbar. Und ich will euch trotzdem noch was zeigen. Pass mal auf. Ich schmeiß mal ganz kurz das Teil hierher. Und jetzt treffe ich mal die Schwachstelle. Guck mal, wie viel Schaden das macht. 700, habt ihr das gesehen? Nochmal 700. Und ich glaube, der hier kriegt sogar noch viel mehr. Das ist ein Schild, brennt der eh gerade ab. So. Wunderbar. Na, komm schon. Auf die Schwachstelle. Sehr schön. 700 Schaden, eine 748. Das ist für meine Verhältnisse hier, für den Level, den ich habe und so, schon richtig, richtig gut. Wir heilen uns nochmal ganz kurz hier ein bisschen. Sehr gut. Und wenn der Gegner nass ist und wir schießen dann, wir treffen dann die Schwachstelle, macht das sogar über 1000. So, jetzt segeln wir mal hier runter. Und da sind wieder diese komischen Laser, ne? Muss man aufpassen, dass die uns nicht treffen. Ah, die haben uns doch noch getroffen, okay. Aber ist nicht weiter schlimm. So, Gegner, die hier hin und her fliegen, die können wir eigentlich ignorieren, ne? Ich weiß gar nicht, was diese Teile hier machen. Ich will mal ganz kurz darüber gucken, was da drin ist. Gar nichts ist da drin, nichts Besonderes, okay? Da können wir die Gegner ignorieren, direkt hier runterfliegen. Ist halt bloß gefährlich, weil die schießen uns ab, ne? Aber wir müssen ja alle Gegner säubern, oder? War das nicht so? Müssen wir nicht alle Gegner killen, die hier sind? Also müssen wir den wahrscheinlich auch platt machen hier. Ups, locken wir ihn mal an. Oder ich aktiviere erstmal das Teil hier. Kann ich gerade nicht. Na gut, dann versuchen wir die mal runterzuschießen, irgendwie die Gegner. Da ist ja Wind, ne? Pass mal auf. Dann segeln wir doch mal nach oben. Bei dem Wind hier. Und landen mal dort, wo die Gegner sind. Dort, bei dem hier zum Beispiel. Sehr gut. So. Also der ist platt. Dann schauen wir, wo der nächste ist. Der war doch irgendwo da unten, oder? Da ist noch einer. Können wir den mal hier mit der Schwachstelle treffen? Wunderbar. Wird er eigentlich, wenn er runterfällt, oder spawnt er dann wieder? Manche Gegner, die sterben nicht, wenn sie runterfallen. Die spawnen dann wieder. Nochmal nach oben, bitte. Guck, ob wir hier alle Gegner haben. Sieht ganz danach aus. Ne? Nur noch der eine Magier ist da unten. Der hat sich hierher teleportiert. Sehr schön. Dann geben wir ihm mal den Rest hier. Der ist ja, der hat ja Wasser, ne? Das heißt, wir können ihn gut einfrieren. So, wir wechseln mal auf sie. Und dann wieder auf ihn. Sehr gut, dann haben wir nämlich großen Schaden. Ich weiß, das Schild ist noch da von ihm. Der nervt jetzt ein kleines bisschen. Aber das ist kein Problem. So, eingefroren und runtergefallen. Ist der jetzt tot? Manchmal, wie gesagt, spawnen die Gegner wieder, wenn sie runterfallen. Dann gilt das nicht als besiegt. Aber ich gehe mal davon aus, dass der besiegt ist. So, hier ist noch ein Gegner. Da ist noch mal ein großer. Ein paar kleine sind da drüben. Machen wir ganz kurz Wasser um uns herum. So, perfekt. Sehr gut. Okay, ich bin festgefroren. Weil da hinten Eisgegner sind, glaube ich. Genau, richtig. Aber das ist schon in Ordnung so. Und die mache ich mir keine Sorgen. Aber ich werde trotzdem mal darüber gehen und die niedermachen. Der Große folgt uns ja gleich. Er ist schon da. Sehr gut. So. Okay, perfekt. Jetzt haben wir nämlich die Bonusangriffskraft hier. Seht ihr, was für einen Schaden der macht einfach mal. Kann man die Gegner so niederkloppen.
Oh. Dann zaubern wir gleich mal Wasser auf den Gegner hier. Perfekt, der ist nass. Und dann frieren wir ihn ein. Und dann, ihr seht da hier, kann man die schön manipulieren. Und dieser doppelte Schaden, der immer wieder auftaucht, das ist so krass, weil immer wieder zwei Zahlen auftauchen. Diese Waffe ist sehr, sehr, sehr gut für diesen Charakter geeignet. Eine der besten zweihändigen Waffen, finde ich. Zumindest für einen Main-Damage-Dealer. Und da kommt eine Herausforderung. Vielleicht ist das die Herausforderung. Wir hätten vorher gar nicht alle Gegner killen müssen. Aber ist nicht schlimm. Wir starten das mal hier. Neun Gegner besiegen. Okay, das kriegen wir hin. In der Zeit. Superklasse. Machen wir also erstmal das hier. Sehr gut. Und dann greifen wir die an. Er ist ja noch sichtbar, ne? Wir können ihn zwar nicht mehr anvisieren, aber sichtbar ist er trotzdem, ne? Sehr gut. Und ihr seht, wir sind schon ein ganzes Stückchen stärker geworden hier. Ups. So. Die schießen ja alle hier. Ich mache erstmal die Schützen platt. Perfekt. So, den hier. Das sind wahrscheinlich schon alle Gegner hier. Diese Schützen. Und das ist einfach, der schneidet hier durch wie ein heißes Messer durch warme Butter. Durch die Gegner, ne? So, das hier, das ist Wasser, deswegen frieren uns diese Gegner ein. Seht ihr? Aber ist nicht weiter schlimm. Wir heilen uns jetzt wieder hoch. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das hier aktiviere, die Spezialfähigkeit, und ich mache dann einen Schlag, tauchen zwei Zahlen auf. Ne? Habt ihr das gerade gesehen? Und diese Zahlen sind halt eben zwei Zahlen alle drei Sekunden. Zwei extra, zwei Schadenszahlen. Tolle Waffe. Mega, mega tolle Waffe. So, hier geht's weiter. Ups. Können wir ein bisschen segeln hier. Sehr schön. Da war auch nichts Besonderes mehr. Das Ding ist aktiviert. Wunderbar. Ich find's aber schön, dass das hier so ein Riesengebiet ist. Und hier machen wir halt auf Mission Impossible und schleichen uns mal da durch. Oder rennen einfach mal durch. So. Wieder runtersegeln, okay. Perfekt, da drüben sind noch ein paar Gegner. Mal gucken, ob ich die direkt aus der Entfernung treffen kann. Super, das geht. Die kommen eh nicht hierher gerade, seht ihr? Das sind Schützen. Aber die können nicht so weit schießen. Superklasse. Der eine ist platt gemacht. Machen wir doch den nächsten platt hier. Wir treffen noch die Schwachstellen, ne, glaube ich, von denen. Das sind ja immer kritische Treffer. Schüsse werden halt schwächer auf großer Distanz. Normalerweise müsste das so an die 700 Schaden machen. Perfekt. Ups. So, wunderbar. Weiter geht's. Und da kommt schon die nächste Herausforderung, so wie es aussieht. Ich finde das geil, ne? Anscheinend müssen wir jedes Mal, wenn wir eine bestimmte Abenteurerstufe erreicht haben, so eine Herausforderung bestehen. Was sind denn das für Teile hier? Kann ich die kaputt? Oh, die... Ah! Aha! Die leben! Oh, wir sind eingefroren, okay. Das ist halt, einer ist Wasser, einer ist Eis und der friert uns dann ein. Ist da was? Wenn da eh schon einer Wasser ist. Mach ich mal das hier. Und dann das da! Ups, ich bin in der Wasserblase gefangen. Boah, diese... Die sind echt nervig, die Gegner. So. Müssen halt einfach nur bewegen bleiben, dass die uns nicht treffen. Ist halt schwierig, in Bewegung zu bleiben, wenn nur noch Laser sind, die noch, uns noch treffen. Aber ihr seht, hier sind die schon down gleich. Sehr gut. Wunderbar. So, aktivieren wir mal hier das Ding. Einen Gegner besiegen. Oh, so ein Würfel ist das, okay. Innerhalb kurzer Zeit. Und das sind so richtig coole... Ups. Das sind so richtig coole Herausforderungen hier. Schön, das gefällt mir. Sehr, sehr, sehr schön. Machen wir das hier. Und der macht auch noch Stromfelder dorthin. Jetzt können wir ihn wieder treffen. Sehr gut. Dann wechsle ich mal ganz kurz auf ihn, auf Kaya. Seht ihr, wie das reinhaut? Schön einfach. Okay. Nächste Mal. Ich will mir gerne ihre Ultimate aufheben hier. Ups. Wunderbar. So, ich will mir gerne die Ultimate aufheben von der guten Amber. Damit wir dann später den Gegner auf einen Schlag erledigen können. Hier können wir ihn treffen. Sehr gut.
Ihr seht, der Schaden durch Überladen und so ist richtig, richtig groß. Wechsel noch ganz kurz auf sie. Ah, da kann ich mich jetzt nicht verstecken. Aber ich glaube, man kann da einfach so durchdashen, seht ihr? So einfach weglaufen. Und wenn das kommt, durchdashen. So kann man dem Ding ausweichen. Sehr gut. So, jetzt greift er wieder an ein paar Mal. Und dann kommt der dritte Angriff. Und jetzt ist er gleich wieder verwundbar. So. Wunderbar. Und jetzt teilt er sich. Da machen wir diese Teile hier kaputt. Damit er sich nicht wiederbelebt. Den hier noch. Und das war's. Sehr schön. Wir haben Abenteuerstufe 26 erreicht, Freunde. Und dafür kriegen wir eine luxuriöse Truhe als Dankeschön hier. Wunderbar. Ordentlich Zeug bekommen. Hat mega Spaß gemacht. Wichtige Informationen. Geh nochmal drücken, ganz kurz hier. Weltenstufe hat sich jetzt auf Stufe 2 erhöht. Ne? Die Gegner sind stärker geworden jetzt nach und nach. Wir kriegen aber auch dafür bessere Belohnungen. Das ist in der Hinsicht nichts Neues. Und tägliche Aufgaben haben wir hier. Was ist denn das da? Legendenauftrag. Es gibt auch Legendenaufträge, wenn wir eine gewisse Abenteurerstufe erreicht haben. Das ist ja cool. Aha, Akt 1. Überall Akt 1. Seht ihr hier? Und dafür braucht man eben bestimmte Charaktere. Also hierfür brauchen wir Klee, dafür brauchen wir Jean, dafür brauchen wir Venti. Muss also Glück haben, die Charaktere zu ziehen. Wenn man die Charaktere gezogen hat, dann kann man mit denen die Legendenaufträge machen. Das haben wir jetzt ebenfalls freigeschaltet. Wunderbar. Und es hat riesen Spaß gemacht hier, finde ich. Okay, dann gucken wir doch mal ganz kurz, was für eine... Oh, Moment, ich muss die Sphäre verlassen. Wir gehen jetzt erstmal hier raus. Da gucken wir doch jetzt gleich mal, was für eine Abenteurerstufe ich jetzt bin. Also 26 mindestens. Und wie viel noch fehlt bis zu 27? So, seht ihr hier, ne? Fehlt nicht mehr allzu viel bis 27. Superklasse. Dann ist das also schon mal erledigt. Und ich habe auch wieder einiges an, hier, von diesem Zeug. Ja, ihr seht, ich bin hier wieder ordentlich am Vorproduzieren. Okay, na gut. Dann würde ich sagen, teleportieren wir uns mal zur Abenteurergilde hier. Nach Mondstadt. Und dann werden wir dort die Aufgabe abgeben. Beziehungsweise Bescheid sagen, dass wir Stufe 26 sind, unsere Belohnung dafür abholen. Und dann gucken wir, dass wir Shang Ling freischalten. Finde ich nämlich auch sehr, sehr wichtig, eben um ein zukünftiges Team aufzubauen. Denn sie ist ein sehr guter Support-Damage-Charakter. Tägliche Aufgaben und so ein Kram, das mache ich alles offscreen, ne? Wisst ihr, das muss jetzt nicht, sein. So. Hey, wir sind Abenteurer Stufe 26. Superklasse. Ne, hier kriegen wir nochmal extra Belohnungen. Hier, sehr schön. Sammeln wir alles ein. Wunderbar. Und bei 27 können wir wieder unser Sternzeichen erweitern. Für unseren Hauptcharakter. Dann. Zur Erkundung entsenden. Auch das habe ich hier schon offscreen gemacht. Da können wir alles einsammeln. So, wir können auch wieder hier zur Expedition losschicken. Figur wählen. Schicken wir mal sie hier los. Hier sammeln wir wieder ein. Wunderbar. Und dann können wir auch gerade wieder hier Figur wählen. Weil zur Expedition losschicken. Sehr gut. So, jetzt würde ich gerne als nächstes versuchen, Shang Ling zu kriegen. Das Ding hier ist ebenfalls gemacht. Wunderbar. Und dafür gehen wir mal hier hin. Und das ist doch eigentlich das Ding hier. Abgrund betreten. Hier ist das, ne? Teleportieren wir jetzt mal dorthin. In diesen Abgrund. Den habe ich noch nie gemacht. Keine Ahnung, was mich hier erwartet. Gewundener Abgrund. Aber wir sollten stark genug sein, um Shang Ling zu holen, schätze ich mal. War das nicht bis Stufe 3 oder so, hat sie gesagt? Stufe 3, Raum 3, das war's, ne? Also machen wir jetzt mal Stufe 3, Raum 1, ist ja der erste, ne? Hier. Von allen Truppen, die verursachter Pyroschaden, wird um 75% erhöht. Der mit Reaktion überladene Schaden wird ebenfalls um 200% erhöht. Oh, das ist ja richtig cool. Also ist hier die gute, können wir auch unser Team mal neu zusammenstellen. Also nehmen wir wieder mal unser Standard-Team mit. Ich glaube, das ist so, da komme ich am besten mit klar. So, perfekt. Herausforderung starten. Und sobald wir Stufe 3-3 geschafft haben, dann haben wir also... Hier steht nochmal alles drin. Verringert die Verteilung der Figur um 15%. Okay. Überspringt die Abzeit der elementaren Fähigkeiten der Figur beim Besiegen von Gegnern mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% 20 Sekunden Ablenkzeit. Ah ja, super. Ich muss wieder entscheiden, was ich nehme. Angriff ist um 40% erhöht. Das ist auch nicht schlecht. Ich würde mal sagen, wir erhöhen lieber den Angriff hier. Komm, wir reduzieren unsere Verteidigung, aber erhöhen den Angriff. So.
Und dann schauen wir mal, dass wir das hier schaffen. Kann die Figur nicht wechseln, okay. Weiß nicht, wieso das nicht geht. Jetzt kann ich wechseln. Ah, sehr gut. So. Wir sollen also die Gegner alle besiegen. Ich mache ganz kurz hier Feuer auf die. Die sterben schnell. Wisst ihr was? Wir prügeln uns einfach mal ganz schnell hier durch. So. Das geht doch super. Ich kann auch mal ein bisschen Wasser auf die Gegner machen hier, dass die sich gegenseitig unter Strom setzen. Bringt halt leider nur nicht so wirklich viel. Ich habe halt nur mal gewechselt ganz kurz, weil wir den Schaden unseres Charakters erhöhen auf diese Art und Weise. Machen wir erstmal die Kleinen platt. Sehr gut, so. Unsere Angriffskraft ist ja erhöht. Unsere Verteidigung reduziert, aber das stört mich nicht weiter. Viel wichtiger ist für mich Angriffskraft. Weil er hier, seht ihr, was der für einen krassen physischen Schaden macht. Er ist auch richtig gut hier, Kaya, bei sowas. Eis, ne, funktioniert sehr, sehr gut gegen die Gegner. Super, so, da kommen die Nächsten. Nur noch Große da. Wechseln wir ganz kurz auf sie und wieder auf ihn. So, dann wieder auf Kaya. Und der kann gleich mal hier wieder Superleiter machen. Und dann seht ihr, wie schnell die Gegner down gehen. Wunderbar, wir haben diese Herausforderung bestanden. Sehr gut. Alles geschafft, volle Belohnung erhalten. Du wirst nun Ebene 1, Raum 2 betreten. Okay, Kampf fortsetzen. Und so prügelt man sich also hier durch und versucht dann eben eine Herausforderung nach der anderen zu schaffen. Das ist jetzt Raum 2. Auch hier können wir wieder wählen. Erhöht den mit Standardangriffen und heftigen Schaden verursacht. Genau, das will ich machen. Schaden erhöhen. Spezialfähigkeit. Abklingzeit, wir nehmen das hier auf dieser Ebene gültig. Super. Ich würde nämlich gern immer mehr physischen Schaden machen. Das ist so dass die Spezialität meines Teams. Ich kann meine Figur noch nicht wechseln. Ich muss warten. Jetzt kann ich wechseln. Superklasse. Perfekt. Wir müssen wieder ganz viele Gegner besiegen. Und ihr seht, gegen diese Hilly Trolls hier ist es einfach. 58 Schaden gerade. Wir sind ja aber auch Stufe 50. Wir sind ja doppelt so hoch wie die. Es ist also zu erwarten, dass das leicht ist, ne? So, man kann sich aber schon mal dran gewöhnen, wie das läuft. Und es ist eh keinen Sinn gemacht, vorher reinzugehen, finde ich. Aber lasst mich doch gerne mal wissen, wie weit ihr hier kommt. Und dass ich mal so ungefähr so ein Ziel habe. Also einmal, was für ein Level ihr seid, was für eine Charakter, also was für eine Level eure Charaktere seid. Nicht die Abenteuerstufe, ist fast unwichtig, sondern was für ein Level. Oh, da sind ja die anderen hier. Sondern was für ein Level sind denn eure Charaktere so? Und, also wie stark ist euer stärkstes Team? Was Level ist das so? Und wie weit kommt ihr hier? Das würde mich mal interessieren. Sehr gut. Auch das Ding ist abgeschlossen hier. Also einmal, was für ein Level seid ihr, ne? So, und, mehr als 90 Sekunden verbleibend. Wunderbar. Was für Level sind eure Charaktere? Was für Level ist euer stärkstes Team? Womit ihr da reingeht, wie auch immer. Und wie weit kommt ihr hier? Ja, bis zu welchem Raum und bis zu welcher Ebene kommt ihr? Das würde mich alles mal interessieren. Wir nehmen nochmal das hier für die physische. So, wunderbar. Und ich glaube, dieses erste Ding hier ist ziemlich easy peasy. Also Ebene 1 ist echt easy peasy. So, noch mehr Hilly Trolls. Wunderbar. Ihr seht hier Stufe 25, der geht schnell kaputt. Nehmen wir uns mal hier ein bisschen, um irgendwie von der Seite zu erwischen oder so. Sehr gut. Wir müssen noch nur 6 Gegner besiegen hier. Auch der ist schnell down. Wunderbar, da kommen die nächsten Gegner. Hier kommt jetzt alles zusammen, ne, was wir vorhin hatten. Ich würde auch mal sagen, wir machen ganz kurz das hier. Dann wechseln wir mal zu ihm. Greifen mal hier an. Sehr gut. Und sie ja vor allem. Wasser hat sie. Wunderbar. Sehr schön. Guck, wie schnell das geht. Ruckzuck. Ruckzuck durch. Und wir kriegen tolle Belohnungen hier. Das finde ich echt gut. Immer Schatz des Raums, ne? Kampf fortsetzen. Wir kommen jetzt auf Ebene 2. Superklasse. Von allen Truppenmitgliedern, das ist wieder das Gleiche. Die Dauer der Reaktion gefroren wird drastisch verlängert. Das ist gut. Können wir also Kaya gut gebrauchen. Komme ich mit meinem Team hier super durch. Weiter geht's. Ich gehe einfach beim Hauptteam so weit, wie ich kann erstmal. So lange, bis wir Shangling freigeschaltet haben. Das ist ja mein Hauptziel, das ich habe, ne? Shangling zu bekommen. Okay. Je nachdem, wie lange das dauert, aber es sollte nicht allzu lange dauern. So, da sind nochmal Gegner hier. Ich mache mal ganz kurz hier so. Und dann wechsel auf ihn, die sind Stufe 40.
Sehr gut. Aber auch Stufe 40 geht genauso easy peasy wie vorher. Habt ihr gesehen hier, wie schnell das geht? So, und ihr seht, wir können die Angriffskraft unseres Charakters hier ordentlich auftunen. Zwischendurch Makaya reinrufen, der dann wieder ein paar mächtige Schläge verursacht. Super. Ich meine, die großen Viecher haben ja schon immer recht viel eingesteckt hier. Ja, manchmal auf Kaya schalten, um seinen Angriff auszulösen, wisst ihr, seinen Spezialangriff auszulösen, das ist schon manchmal echt hilfreich. Also, ne, hier das da machen zuerst und dann hier so lange angreifen, bis der nächste Schlag proppt. So, Blitz mache ich übrigens nur deswegen, weil ich ja die Angriffskraft erhöhen will. Aber wenn ich mit ihm hier diese Fähigkeit mache, dann erhöhe ich ja seine Angriffskraft weiter, ne, wisst ihr? Aber ich merke schon, Zeit wird knapper. Zeit wird knapper und Gegner werden mehr und stärker, ne? Ich vermute mal, wenn die alle letztens mal 25 waren, die sind jetzt hier 40. So, dann werden die anderen Gegner in der dritten Ebene um einiges stärker sein. Ob ich das dann schon schaffe, Shangling zu holen, weiß ich nicht. Weil wenn ich wenigstens durchkomme und sie kriege, reicht das schon, auch wenn ich die Herausforderung nicht alle schaffe. Wichtig ist ja erst einmal durchzukommen und sie überhaupt zu kriegen als Charakter. Und da kann ich mich offscreen wieder ans Farmen machen, wisst ihr, und den Charakter hochfarmen. Erhöht Schaden mit Standardangriffen. Elementarkunde, Verteidigung. Nein, wir machen wieder das hier. Ich finde auch schön, dass man sich einen Bonus aussuchen kann, den man bekommt. Was haben wir denn hier? Oh, da ist Wasser. Wasserfeld. Herausforderung starten. Superklasse. Ja, ihr merkt schon, ich gehe hier ohne Ultimate durch. Muss ich dieses Teil eigentlich kaputt machen hier? Tatsächlich. Besiege die Gegner. Ach, ich muss das Ding unversehrt lassen. Okay, ich muss also alle Gegner besiegen. Aber dem Ding darf nichts passieren. Verstehe. Ich glaube, ich mache dem schon zu viel Schaden. Ich finde Missionen, in denen ich irgendwie Gegner beschützen muss, immer ziemlich blöd. Also indem ich irgendwas beschützen muss. Ganz einfach deswegen, weil ihr seht ja, ne, es ist schwierig. Die Gegner rennen direkt drauf los. So, machen wir das hier. Doch mal Ultimate, warum eigentlich nicht, ne? Sehr gut, machen wir doch mal das hier ganz kurz und dann hier. Ich meine, das da. Habe ich nicht getroffen. Wo ist er denn? Ach, da ist er. Wunderbar. So, wir heilen uns ja ebenfalls ein bisschen. Müssen aufpassen, dass wir nicht von dieser blöden Wasserblase gefangen werden. Sehr schön. So, jetzt ist er eingefroren, ne? Und ihr seht, Einfrieren ist ja extrem verlängert. Also ich hätte auch öfter mit Einfrieren spielen können zum Kram, um das mir leichter zu machen. Das machen wir aber gleich, wenn wir unsere Ultimates raushauen. Gehen wir jetzt mal zum dritten Raum. Und ich befürchte, dass der nächste Raum, dass der vierte Raum irgendwie, was ist das hier? Erhöht Angriff der Figur bei mehr als 50% LP. Das ist gut. Stellt allen Truppenmitgliedern sofort 25% LP wieder. Das brauchen wir nicht. Nehmen wir mal das hier. Heilen kann ich mich noch genug. Und jetzt beim dritten Raum werde ich alles raushauen, Freunde. Ach, übrigens haben wir nochmal hier eine Herausforderung abgeschlossen. Das ist ja cool. Was ist denn das da? Sonderauftrag hier. Sehr gut. Ereignis passt schon auf Stufe 15. Das geht echt fix. Und dann können wir auch hier nochmal einiges einsammeln hier. 32.000 Mora. Dann nochmal was zum Auftunen unserer Waffen und Charaktere. Sehr schön. Und was haben wir hier? Auch da haben wir etwas geschafft hier. Raum 3 ist abgeschlossen, ne? Können wir auch einsammeln. Perfekt. Und wir sind hier fertig mit der Exkursion. Das heißt, wir können auch das hier einsammeln. Kriegen wieder 100 Urgestein. Superklasse. Kapitel 6 beginnt. Was haben wir hier? Ebenfalls wieder Zeug, was ich schon direkt einsammeln kann. So. Und dann fehlen hier noch ganz wenige. Oder doch, einiges fehlt noch. 8 Artefakte auf Stufe 8 bringen, 5 Schreine Tiefe freischalten, 3 beliebige Waffen Stufe 2, das kriege ich auch relativ easy peasy hin. Animo-Hypostase ist auch einfach, das meiste Zeug ist einfach hiervon, das kriege ich auch recht schnell hin. Okay, so, aktivieren wir das mal.
Und jetzt heißt es wieder Gegner besiegen innerhalb von einer bestimmten Zeit, oder? So, wunderbar. Den machen wir gleich mal unter Strom hier. Ja gut, dann würde ich mal sagen, aktivieren wir erstmal sie hier. Heil uns mal ein bisschen. Wunderbar, pass mal auf, wir machen jetzt mal das hier. Ultimate! Sehr gut, dann wechseln wir auf unseren Hauptcharakter. Und der macht gleich mal das hier, also einen Haupt-Damage-Dealer. Sind da nur 5 Gegner, die wir besiegen müssen? So, wo sind die nächsten? Dort sind die nächsten. Und die sind auch noch Wasser. Ja, gegen Wassergegner ist mein Charakter so ziemlich am stärksten geeignet. Am besten geeignet. Und ihr seht, wenn ich habe ja ein Set angelegt, ein Item-Set. Und zwar, wenn ich meine Spezialfähigkeit mit der guten Barbara benutze, dann dann lädt sich meine Spezialfähigkeit schneller wieder auf, aller meiner Charaktere. Aller anderen Charaktere, ne? Wisst ihr? Also wenn ich Barbaras Ultimate benutze, nicht das hier, sondern ihr Ultimate, dann lädt es sich schneller wieder auf. So, perfekt, super. Das Ding ist auch abgeschlossen. Das war jetzt, glaube ich, auch schon die dritte Ebene, oder? Genau, wir kommen jetzt auf Ebene, die zweite Ebene, meine ich. Dritte Ebene, Kampf 3. Was haben wir hier? Die Reaktion mit Verwirbelung verursacht Schaden, wird in 300... Okay. Von allen Truppen, der verursachte Animo-Schaden wird erhöht. Ich benutze sowieso kaum Animo, deswegen ist mir jetzt erstmal egal. Nehmen wir doch mal dieses Team mit. Herausforderung starten. Superklasse. Naja, also, wenn ich mit Barbara praktisch ihre Ultimate aktiviere, die alle Charaktere heilt, dann sorgt sie zusätzlich dafür, dass ich die Spezialfähigkeit, also kriege ich Elementarteilchen, ne, für alle meine Charaktere, dass ich deren Spezialfähigkeit schneller wieder auflädt. So, sehr gut. Machen wir erstmal das da. Grüßen wir die Gegner alle mal. Aktivieren das hier und dann springen wir hier rein mit voller Schadensstärke. So, gegen Feuergegner und gegen Wassergegner kämpfe ich sehr, sehr gerne, weil da sind meine Charaktere am besten geeignet für. Gegen Eis ist schwierig, weil dann bin ich auf Amber angewiesen und die ist nicht ganz so stark. Ups, der hier ist gefährlich, weil der mich einfriert. Wunderbar, sehr gut. Und die sind Stufe 45, das geht ja noch, ne, wisst ihr? So, hier Eis, ne, machen wir Supraleiter drauf, dann geht das schon, easy peasy. Ich will mal ganz schnell den noch platt machen. Ups, aber nicht selbst mich platt machen hier, indem ich da runterfalle. Perfekt. So, wir können auch mal auf sie wechseln hier. Wieder das da machen. Und dann hier angreifen. Wunderbar. Müssen aufpassen, dass wir nicht eingefroren werden von denen. Vor allem die Leute, die hinten diese Eisschüsse machen, ne? Die sind sehr nervig. Die Feuerschüsse gehen ja noch, aber die Eisschüsse sind blöd. So, perfekt. Ich ignoriere die zwei da hinten einfach mal. Ich glaube, ich muss die jetzt platt machen. Machen wir erst mit dem Eistyp. Ups. So, perfekt. Die sind erledigt, glaube ich. Genau, sehr gut. Oh, das ist gut. Diese Gegner sind toll. Ups. Machen wir mal Eis. Hier, das da drauf. Und dann mache ich nochmal Strom. Ah, Eis ist mir lieber erstmal platt zu machen. Der hat auch sein Schutzschild. Solange wir unsere Ultimate aktiv haben, ne, macht es Sinn, den anzugreifen. Wunderbar. Und hier ausweichen. So. Barbara nochmal ganz kurz einwechseln. Setzen wir auf ihn hier. Dann ist der eine platt. Sehr schön. Und dann geben wir ihm den Rest und das war's dann. Damit hat alle Gegner besiegt und hat immer noch genug Zeit, ne? 60 Sekunden verbleiben, damit rechnen die hier. Gehen wir mal zum nächsten Kampf. Wenn das so weiterläuft, Freunde, können wir Shang Ling in unseren Reihen willkommen heißen. Elementarschaden verringert die durch Rennen verbrauchte Ausdauer. Ist auch nicht schlecht. Erhöht den mit Spezialfähigkeiten verursachten Schaden 20%. Erhöht den mit Elementarfähigkeiten verursachten Schaden. Mit Elementarfähigkeiten verursachter Schaden gefällt mir besser. Das ist das hier.
Also unsere Kuhfähigkeit, ne? So, sehr gut. Dann wollen wir. Ach, das sind die hier bloß. Okay. Machen wir die erstmal nass hier. Dann wechseln wir auf ihn. Machen die gleich mal nieder. Wie viele müssen wir töten? 17 davon. Sehr gut. Solange ich nicht irgendwas Blödes beschützen muss oder so, ne? Ist mir das recht. So. Frittier dich doch selbst. Wunderbar. Ja, die stecken einiges ein, diese Gegner hier. Vor allem die, die hier dauernd dieses Feuer werfen, sind sehr, sehr nervig. Diese Molotov-Cocktails, ne, wisst ihr? Ups. Sehr gut, so. Einfrieren zwischendurch, kann auch nicht schaden. Sehr gut. So, da ist auch noch so einer hier. Ein Kandidat. Heilen wir uns noch ein bisschen. Und dann lassen wir die mal ein bisschen elektrisieren. Ich bin nicht ganz so schnell, wie ich gerne wäre bei den Gegnern gerade. Ups. Pass mal auf, wir machen mal wieder das hier zwischendurch. Und dann füllt sich unsere Ultimate schneller. Sehr gut. Die stecken echt einiges ein, diese Viecher hier. Ich dachte eigentlich, das geht ein bisschen einfacher. Ist ja okay, wenn die einstecken, ne? Also das passt schon. Ich würde mal sagen, wir machen mal hier das da. Na, komm schon. Wer macht Eis? Der da macht Eis. Noch so einer, der Eis zaubert. Wir müssen halt hin und her springen und immer die Gegner angreifen, die wir gerade so kriegen können. Ultimate ist wieder bereit, sehr gut. So, ich will erstmal das hier aktivieren. Wunderbar. Dann machen wir das hier. Und dann gleich mal hier rein. Sehr gut. Und der ist platt gemacht. Wunderbar. Oh, und wir kommen sehr, sehr langsam voran bei denen hier. Wirklich zäh. Vielleicht muss man auch die Elemente ausnutzen, wenn man da schon mal einen Bonus auf Elemente bekommt. Und da kommen dann die Nächsten. Die machen Strom hier auf uns, auch nicht schlecht. Einer macht Feuer. So, dann heizen wir doch den mal hier ein bisschen ein. Und am besten den Großen hier noch. Sehr gut. Gut, dass ich meine Charaktere vorher aufgetunt habe auf Screen, Freunde. Weil das sieht echt übel aus hier. Also mit 60 Sekunden übrig, das schaffen wir nicht so direkt. Müssen alles aktivieren, was wir haben hier. So. Es ist knapp. Aber jetzt weiß ich ja, was mich erwartet. Also unter 60 Sekunden kriegen wir das nicht hin. Also ich krieg das schon in unter 60 Sekunden. Ich war nur am Anfang ein bisschen nachlässig. Ich hätte sofort meine ganzen Fähigkeiten spammen müssen, um das hinzukriegen. Seht ihr? So, also es ist knapp. Aber beim nächsten Mal schaffe ich das mit Sicherheit. Das mache ich aber offscreen dann. Wichtig ist für mich erstmal nur durchzukommen hier. Sehr gut, wunderbar. Herausforderung abgeschlossen. Ihr seht, mehr als 60 Sekunden, mehr als 180 Sekunden verbleibend haben wir nicht geschafft. Ne? Wir haben gar nichts davon geschafft von den Teilen hier. Aber das ist in Ordnung. Wir gehen jetzt zum nächsten Raum. Diese quasi drei Sterne hier hole ich dann irgendwann das nächste Mal, wenn meine Charaktere ein bisschen besser geworden sind. So, was haben wir denn hier? Verteidigung verringert, Angriffskraft erhöht. Genau, das ist super. Das nehmen wir mal. Und was haben wir hier nochmal bekommen? Das hier, ne? Ebene 2 geschafft. Wunderbar. Und jetzt machen wir den letzten Raum hier.
Und dann müssten wir ja Shangling kriegen. Ich hoffe mal, dass das klappt. Und die drei Sterne, wie gesagt, hole ich dann das nächste Mal. Für mich geht es erstmal nur darum, überhaupt durchzukommen. Oh, das ist schön. Muss ich nur diese zwei Monster besiegen hier? Ja, das ist easy peasy. So. Hier. Warum hätte die andere Herausforderung nicht so sein können, wie die hier? Also, wenn die andere Herausforderung so gewesen wäre, wie diese hier, so easy peasy, dann, so, weil diese komischen Grab... Was sind das? Nicht Grabräuber, Schatzsucher oder so. Na, komm schon. So, dann ist der erledigt. Diese komischen Schatzsucher. Ups. Diese komischen Schatzsucher, die fressen viel Zeit zu killen, wisst ihr? Ja gut, das war der erste Streich. Und der zweite... Ups, voll zugleich. So, mit Verdampfen macht das richtig krassen Damage. Seht da 1700. Aber gut, Schluss mit lustig. Geben wir mal hier den Rest. Na komm, schon auf dich zu drehen. Ja, 180 Sekunden kriege ich auch noch hin. Aber es ist manchmal echt schwierig, die Schwachstelle von denen zu treffen hier. Ups. So. Ja, also das nächste Mal schaffe ich auf jeden Fall die 180 Sekunden bei denen hier. Definitiv. Gar kein Problem. Aber, war halt eben schwierig, die Schwachstelle von denen zu treffen. Ich will ja nur erstmal durchkommen irgendwie. Superklasse, das haben wir geschafft. Und wir haben hier... Ach, wir haben sogar alles geschafft. Mehr als 120 Sekunden verbleiben. Ja, perfekt. Seht ihr? Also, es war bloß dieses zweite Ding war richtig schwierig. Also nicht mal schwierig, einfach nervig, weil diese komischen Ruinen-Schatzsucher-Dingens da, diese Schatzräuber heißen die. So, genau. Die sind wirklich, wirklich, wirklich blöd. Okay, Herausforderung beendet. Du hast weniger als 6 Abgrundsterne auf dieser Ebene erhalten und kannst die nächste Ebene nicht betreten. Ah, okay. Also ich muss jetzt bei diesen Schatzsuchern weitermachen. Deswegen, aber wir haben das beendet und müssen jetzt eigentlich Shangling freigeschaltet haben. Hoffe ich doch mal, dass es klappt, weil wir haben ja Ebene 3. Ebene 3, 3 ist abgeschlossen, ne? Und das war ja das Ziel für sie. So. Und, haben wir sie jetzt irgendwie? Haben wir sie bekommen? Nope, hier ist sie nicht. Wenn ich jetzt aber mal hier schaue, ah, das wird doch hier angezeigt, gemeinsamer Hello, Vorstoß. Nice to meet you. My name is Shangling. I'm a chef from Liyue. My favorite place is the chicken. I mean, ja genau, wir klicken mal auf sie drauf und da ist sie, Freunde. Sehr schön, wir haben Shangling freigeschaltet. Super, super klasse. Hello, seht ihr, man kriegt... Nice to meet you. Einsehen kann man sich jetzt hier angucken, ne? Sehr schön. Man kriegt wirklich sehr, sehr coole Charaktere. Wisst ihr, als ich gesagt, ich will sie unbedingt haben. Man kriegt sehr viele coole Charaktere freigeschaltet, einfach nur durchs Spielen. Und das finde ich toll. Jedenfalls, mein Hauptteam besteht ja praktisch aus Razor, aus Kaya, Barbara und Amber. Ihr habt das Team jetzt in Action nochmal gesehen. Und ich würde gerne ein Team bauen mit ihr als Main DPS, also Ningguang als Main DPS für... sie ist ja ein Main DPS Charakter, aber als Zauberin sogar. Spielt sie also ganz, ganz anders als mein physischer Main DPS Charakter hier. Als Support DPS haben wir dann praktisch sie mit Feuer. Und dazu dann eben noch Noelle. Noelle als Heilerin aktuell, sie wäre noch mit dabei, ne, für Blitz. Und als Heilerin wäre dann eigentlich nochmal Barbara mit dabei, in dem Team dann. Und falls ich das eben nicht mitnehmen kann, dann würde ich dann halt eben sie mitnehmen zum Beispiel noch, ne. Da hätten wir also praktisch Elektro, Feuer, Erde, Erde.
Ja, was auch nicht so schlecht ist, bis wir mal einen anderen Heiler haben oder so für das Team. Und da werden wir bestimmt noch ein paar richtig gute kriegen. Jedenfalls baue ich so nach und nach dann eben mein zweites Team. Und Changling ist der erste große Schritt in diese Richtung. So, Freunde, das war's denn an der Stelle. Ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen offscreen farmen und so, ne? Meine Charaktere ein bisschen besser machen. Changling werde ich noch ein wenig auftunen hier. Und damit wir sie dann eben auch noch benutzen können, wir können mal ganz kurz bei den Waffen schauen. Ihr seht ja, sie hat Speere als Waffen. Wir haben so viele tolle Waffen gesammelt. Zum Beispiel erhöht den Schleimen zugefügten Schaden um 40%. Das ist die schwarze Quaste hier. Außerdem noch weiße Quaste. Erhöht den mit Standardangriffen verursachten Schaden um 24%. Und ich finde die weiße Quaste sogar richtig stark. Und dann hat sie noch das hier. Erhöht den mit Standardangriffen getroffenen zusätzlichen Schaden. Moment, was ist das? Fügt mit Standardangriffen getroffenen Gegnern zusätzlichen Schaden in Höhe von 160% Angriffskraft zu. 10 Sekunden Abklingzeit. Das ist ja auch richtig, richtig toll. Die Hellebarde. Ich glaube, die Hellebarde ist sogar am besten für sie geeignet. Besser als das hier. Das erhöht ihre Lebenspunkte. Das erhöht ihre Angriffskraft. Ich denke, man sollte offensiv sein. Also ich glaube, Hellebarde ist wirklich am besten für sie geeignet. Besser als das hier. Und das hier, ne, erhöhter Schaden gegen Schleim, ist auch nicht schlecht. Also es ist sehr, sehr vielseitig, was das angeht. Allein schon wegen ihrer Waffenauswahl. Finde ich toll. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, ich gebe mir das Ding hier wechseln. Und das baue ich auch weiter aus hier, die Hellebarde. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, Freunde. Und ich hoffe, ich darf euch begrüßen bei der nächsten Episode. Dann werden wir auf jeden Fall Changling ein wenig stärker sehen und vielleicht sogar in Action. Vielen, vielen Dank und hoffentlich bis dann. Tschüss.